I'm watching old home videos, tears flowing and I'm sipping slow, wishing it was this easy to press rewind. Ende Oktober im Jahr 2023. Ich sitze in einem Super Puma und werde von der Schweizer Armee von Meiringen auf die Ebenflug geflogen. Ich kann nicht wirklich sagen, was ich hier oben erwartet habe. Das hier aber sicher nicht. Ein Volksfest inmitten der Alpen auf 2250 Meter über dem Meer. Let the show begin. Die Rede ist von über 4000 Menschen, die das sogenannte Fliegerschießen Axalp nicht verpassen wollen. Die einzige Flugschau der Schweizer Luftwaffe, in diese noch scharf geschossen wird. Ob die Stimmung oder die Aussicht. Beides ist fantastisch. Überall angeregte Gespräche. Es wird mit Weißwein oder Bier angestoßen. Hier und da tauchen Käseschnitten auf. Es wird Fondue gegessen. Alles mit guter oder weniger guter Musik untermalt. Der Grund, warum ich hier oben gelandet bin, liegt in einer freundlichen Einladung, der ich gefolgt bin. Ich bin also nicht hier, um einen Film zu drehen. Ertappe mich aber, wie ich mit meiner Kamera anfange, Eindrücke zu sammeln. Eine Idee entsteht. Das hier ist meine Gelegenheit, in die Geschichte der Schweizer Luftwaffe hineinzutauchen. Denn auch sie ist ein wichtiger Bestandteil der wehrhaften Schweiz des letzten Jahrhunderts. Der nächste Anflug erfolgt von rechts, ziemlich tief, für Napalm mit Übungsbomben auf das Ziel Nummer 5. Herzlich willkommen auf der Axalp. Das hier ist Made by Junts. Diesmal mit wirklich viel Archivmaterial. Tauchen wir also wieder ein bisschen in die Schweizer Militärgeschichte ein. Auch die schweizerischen Flieger haben sich das Hochgebirge zum Verbündeten gemacht. Unvermutet stoßen sie über Gräte herab, brechen aus Tälern hervor und führen gefährliche Tiefangriffe. Im Juli 1942, also mitten im Zweiten Weltkrieg, kam General Henri Guizot während einer Übung im Gebiet der Schwägalp zur Erkenntnis, dass die Schweizer Piloten aufgrund ihrer mangelnden Ausbildung nicht in der Lage sind, ihre Bomben in die vorgegebenen Ziele zu treffen. Guizot erteilte folgenden Befehl. Alle Besatzungen von Kampfflugzeugen sind in Waffeneinsatz zur Unterstützung der Erdtruppen im Gebirge auszubilden. Mit der Ausbildung ist umgehend zu beginnen. Einen Monat später stand der Ort für den Fliegergebirgsschießplatz fest. Die Axalp. Meiringen ist die richtige Flugbase. Schon anfangs Oktober 1942 beginnt die Ausbildung der Flugzeugbesatzungen im sogenannten Erdkampfeinsatz im Gebirge. Und dies auf der Axalp. Die Geschichte der Entstehung des Fliegerschießens auf der Axalp ist also alles andere als ruhmreich. Dennoch sollten wir die Schweizer Fliegertruppe des Zweiten Weltkrieges nicht unterschätzen. Es gibt Geschichten, die aus heutiger Sicht wirklich unglaublich erscheinen. Eine davon nenne ich
Die Jurassier-Luftschlacht von 1940. Alle Abstand! Am 1. Juni 1940 überflogen 36 Heinkel 111 der deutschen Wehrmacht schweizerisches Territorium, um Frankreich angreifen zu können. Zwei Schweizer Jagdflugzeuge griffen das Geschwader an und schossen dabei eine Maschine über der Ortschaft Linière herunter. Der Chef der deutschen Luftwaffe, Hermann Göring, war darüber so erbost, dass er drei Tage später eine Strafexpedition Richtung Schweiz losschickte. 28 schwere Jagdmaschinen des Types Bf 110 flogen über dem Neuenburger Jura im Kreis. Eine bewusste Provokation. Darauf starteten 16 Schweizer Kampfflugzeuge, um den deutschen Verband im Schweizer Luftraum anzugreifen. Es wurde zum ersten Luftkampf, wo Messerschmitts gegen Messerschmitts antraten. Die Details der Geschehnisse sind heute nicht ganz nachvollziehbar. Josef Goebbels schrieb in sein Tagebuch: Das neutrale Ausland frisst uns aus der Hand. Bloß die Schweiz bleibt unentwegt frech und hat uns zwei Flugzeuge heruntergeschossen. Dafür haben wir ihr vier erledigt. Was wir aber mit Sicherheit sagen können, ist, dass in dieser Schlacht ein Schweizer Pilot ums Leben kam. Zwei Bf 110 der deutschen Wehrmacht wurden abgeschossen. Diese zerschellten auf französischem Territorium. Berlin reagierte mit zwei Forderungen und einer Drohung. Zitat: Die Reichsregierung erwartet, dass die Schweizer Regierung ihre förmliche Entschuldigung wegen dieser unerhörten Vorkommnisse ausspricht und dass sie den entstandenen Sach- und Personenschaden ersetzt. Doch eine Woche später holte eine Schweizer Flak wieder ein weiteres deutsches Flugzeug vom Himmel. Darauf griff ein deutscher Verband eine alte Aufklärermaschine der Schweizer an. Die Besatzung der C-35 hatte keine Chance. Nachdem die Schweizer in Luftkämpfen nochmals drei weitere deutsche Messerschmitts Bf 110 abgeschossen hatten, nahm Hitler die Angelegenheit selbst in die Hand. Er drohte massiv. Darauf gab General Guison einen dreifachen Befehl heraus. Erstens, fremde Flugzeuge dürfen nur noch in Notwehr angegriffen werden. Zweitens, unbedeutende Verletzungen des Luftraumes, wie dies die Deutschen machten, sollten gar nicht mehr gemeldet werden. Und drittens, die 17 in der Schweiz internierten deutschen Piloten sollten freigelassen werden. Viele Schweizer empfanden diesen Befehl als Einknicken. Auch war die Freilassung der Internierten als neutraler Staat ein Verstoß gegen die Haager Konvention von 1907. Doch müssen wir heute dafür Verständnis aufbringen, denn das Dritte Reich hatte zwei schlagfertige Argumente. Erstens, der unerwartet schnelle und deutliche Sieg über Frankreich. Und zweitens setzten die Deutschen dafür 3000 Flugzeuge ein. Die Schweiz besaß keine 200. Zurück zur Axalp. Die ersten Schießübungen auf der Axalp wurden nicht mit der C-36, sondern mit der Morane D-138 durchgeführt.
Die Schweizer Militäraviatik war durch die ganz in unserem Lande hergestellten Morane vertreten, die bei den Flugvorführungen einen ausgezeichneten Eindruck machten. Staffel 1, Alarm! Unser Luftraum wird durch ein fremdes Flugzeug verletzt. Die Alarmierung der Einsatzstaffel ist ein Wettrennen mit dem Sekundenzeiger. 2 Minuten sind verstrichen, bis die Meldungen der Fliegerbeobachtungsposten über die Auswertungszentrale zu den Fliegerstaffeln gelangt sind. Sekunden, bis unsere Jäger gestartet sind. Während dem Zweiten Weltkrieg wurden in der Schweiz immerhin 6501 Luftraumgrenzverletzungen gezählt. Die meisten entstanden aber in der Zeit zwischen 1943 und 1945. In dieser Phase des Krieges flüchteten viele amerikanische Bomber, die bei Gefechten über Deutschland beschädigt wurden, in die Schweiz. Wenn unsere Jäger ein fremdes Flugzeug sichten, fordern sie es durch verschiedene Zeichen zum Landen auf. Das fremde Flugzeug muss dieser Aufforderung quittieren und unseren Jägern zum Landeplatz folgen. Kommt das fremde Flugzeug der Aufforderung nicht nach oder wird aus ihm sogar auf unsere Jäger geschossen, so gehen diese sofort zum Angriff über. Das fremde Bombardierungsflugzeug hat die Aufforderung zum Landen erhalten, es gibt aber noch immer kein Zeichen. »86 Maschinen gelang eine gute Landung. 39 gelang es nur mit großen Schäden und 41 wurden durch einen Absturz total zerstört. Obwohl die Schweiz für amerikanische Bomberpiloten zu einer Art Zufluchtsort wurde, haben sie sich bei den Eidgenossen nicht gerade beliebt gemacht. Am 4. März wurden aufs Neue Spreng- und Brandbomben auf Schweizer Gebiet abgeworfen. In Zürich sind Menschenleben zu beklagen. In Basel wurde, wie unsere Bilder zeigen, vor allem das Areal des Güterbahnhofs Wolf schwer getroffen. Hier standen Eisenbahnwagen mit Waffenlieferungen der SiK für Deutschland. Aber auch deutsche Kohlenlieferungen für das faschistische Italien waren hier geparkt. War die Bombardierung des Güterbahnhofes Wolf wirklich ein Versehen? Sie wurde so präzise und gründlich ausgeführt. Dasselbe bei Stein am Rhein. Neben 50 Gebäuden wurden auch kleinere Fabriken zerstört, die unter anderem Flugzeugabwehrgeschosse und Bestandteile für die deutsche Messerschmitt Bf 109 produzierten. Ein Versehen? 9 Menschen mussten dabei sterben. Zwischen Häusertrümmern liegen Zeugen friedlichen Lebens. In einem der Schulhefte lesen wir: Das Leben besteht aus fortwährender Veränderung. Die Frau, die als Mädchen diese Worte geschrieben hat, gehört zu den Todesopfern. Ein schlimmes Versehen war die Bombardierung von Schaffhausen am 1. April 1944. Ganze Teile der Altstadt, des Bahnhofes, aber auch der Industrie wurden zerstört. Dabei verloren 40 Menschen ihr Leben. 270 wurden zum Teil schwer verletzt. In den Jahren 1939 bis 1945 kam es zu insgesamt 16 schweren und weniger schweren Bombenangriffen von Alliierten auf die Schweiz.
Dabei kamen insgesamt 84 Menschen zu Tode. Was geschah aber mit den amerikanischen Bomben, die unbeschadet in der Schweiz gelandet sind? Sie wurden nach Dübendorf verfrachtet und sammelten sich zu einer stolzen Anzahl von über 60 Stück zusammen. Nach dem Krieg wurden sie von etwa 100 amerikanischen Technikern wieder flugfertig gemacht. In dieser Zeit entstanden die ersten öffentlichen Bilder über diese Maschinen, die lange als militärisches Geheimnis behandelt wurden. Faszinierend und erschreckend zugleich. Technische Meisterleistungen, die den Krieg über die Grenze in die Schweiz getragen haben. Hatten die Schweizer beim Militärflugmeeting im Jahre 1947 ihre Messerschmitts vorgeführt, wäre dies bei den Amerikanern eher schlecht angekommen. Das Training einer Landung und eines Startes auf einem Schneefeld im Gebirge mit einem Fieseler 156 Storch erbrachte im Jahre 1944 den Schweizern gute Publicity. Das amerikanische Flugzeug in Not, seit 4 Tagen in den ganzen Westalpen fieberhaft gesucht, ist entdeckt. Hier liegt es zwischen riesigen Spalten auf dem Gauligletscher, aufgenommen von unserem Operateur Robert Gabade aus einer Schweizer C-36. Im November 1946 wurde eine amerikanische Douglas TC-3 vermisst. Von der Besatzung wurde noch ein Notruf abgesetzt. Es war der Zufall, der das Wrack von 2 verschiedenen zivilen Flugzeugen entdecken ließ. Es befand sich auf dem Gauligletscher auf einer Höhe von 3.350 Metern. Die meisten Hilfspakete von amerikanischen und schweizerischen Flugzeugen, die abgeworfen wurden, landeten in Gletscherspalten oder an anderen unerreichbaren Orten. Als ein abgeworfener Sack Kohle eine Tragfläche des Wracks traf, erbaten die Verunglückten mittels einer Schrift im Schnee die Einstellung der Abwürfe, da sie befürchteten, die Kabine des als Unterschlupf dienenden Wracks könnte beschädigt werden. Mit einem Ambulanzzug sind amerikanische Wintertruppen in die Schweiz gekommen. Sie müssen einsehen, dass auf Jeeps, selbst mit Raupenantrieb, unsere Gletscher nicht zu bezwingen sind. Jetzt warten sie, etwas verlegen. Am anderen Morgen unternimmt von Unterbach aus ein Fieseler Storch unserer Fliegertruppe den Versuch, unterhalb der inzwischen aufgegebenen Dakota auf einer von den Rettungsmannschaften bezeichneten Stelle im Schnee zu landen. Endlich gelang es 2 Piloten mit der Technik der Schneekufen auf dem obersten Gletscherplateau neben der Rettungsmannschaft zu landen. Die Bilder, die Sie hier sehen, erzählen die Geschichte, die als «Das Wunder vom Gauligletscher» in die Geschichte eingegangen ist. Mrs. Tate, die Frau des Generals, vermag am Arm ihres Mannes aufrecht das rettende Flugzeug zu erreichen. Ihr Sohn, der Pilot der Dakota, hat eine leichte Kopfverletzung. Wir sind auf 2800 Meter Höhe. Wird der außerordentlich kühne Abflug im Schnee gelingen? Die Maschine gleitet. Mit diesen Aufnahmen wurde der staunenden Welt eine Schweizer Erfindung präsentiert, die schon ein paar Jahre existierte und ein militärisches Geheimnis war. Die Start- und Landekufen.
Mit insgesamt 9 Flügen konnten die 12 Verunglückten, by the way, nur einer davon war schwer verletzt, ins Tal geflogen werden. Hauptmann Hug erklärt, die Rettungsmannschaft signalisierte, ich solle mir das Landen aus dem Kopf schlagen. Aber ich hielt an meinem Plan fest. Der Landungsplatz war 25 Meter lang. General Tate, der am Freitag als einer der Ersten die verunglückte Dakota überflogen hat, berichtet tief bewegt von der Rettung seiner Frau und seines Sohnes, des Piloten. Dies gilt als Geburtsstunde der alpinen Luftrettung. Kurz nach Kriegsende tauchte auf der Axalp eine Flugmaschine auf, die in ihrer Erscheinung, in ihrer Geschwindigkeit, aber auch in ihrem Lärm mit nichts bisher Dagewesenem vergleichbar war. Die Vampire Mark I vom britischen Hersteller Havilland. Es war das erste Düsenflugzeug der Schweiz. Die Konstruktion war ein Kind des Zweiten Weltkrieges. Bitte halten Sie mich nicht für geschmacklos, wenn ich mir erlaube, Folgendes zu sagen. Für mich wirkt diese Maschine wie eine in Serie gekommene Vergeltungswaffe des Dritten Reiches. In einem anderen Setting hätte das Hakenkreuz gut gepasst. Die Schweizer Filmwochenschau begleitet die neuen Rückstoßflugzeuge unserer Armee, die englischen Vampire, auf einem Flug in den Bergen. Das Treibstoffgemisch, 1 Liter Öl auf 199 Liter Petrol. Wir sehen die abgedeckten Brennkammern. Und die Luftansaugschächte. Unsere Militärpiloten, von englischen Spezialisten geschult, lernen erstaunlich schnell, mit den neuen Maschinen umzugehen. Kontakt! Die Turbine auf dem Grund des Ansaugschachtes ist das Herz des Flugzeuges. Die eingesaugte Luft wird stark komprimiert. Die Schweizer erwarben von der Mark I 4 Stück. Von der weiterentwickelten Version der Mark VI wurden schlussendlich 75 Stück gekauft. Der Ursprung des Fliegerschießens auf der Axalp liegt im Wunsch nach Treffsicherheit im Erdkampfeinsatz. Die Vampire war die Erfüllung dieses Traumes. In Interlaken finden sich noch einige Überreste des alten Reduit-Flugplatzes aus dem Zweiten Weltkrieg. Ab dem Jahr 1947 wurde er zur offiziellen Fachstelle für die Vampire. Eine Stellung, die der Flugplatz für fast 30 Jahre innehielt. Was ist heute davon noch zu finden?
Gegen Ende der 1950er Jahre entbrannte in der Schweiz eine heftige und sehr emotionale Diskussion um die künftige Luftwaffe. Der Kalte Krieg war im vollen Gange und das Verhältnis von Kosten und Ertrag von Flugplatzflächen musste ausgelotet werden. Was am Ende dabei herauskam, war das Konzept des sogenannten Autobahnbehelfsflugplatzes. Auf verschiedenen Abschnitten der Nationalautobahn wurde eine gerade Linienführung von etwa 2 Kilometern Länge ausgewählt. Die mittleren Leitplanken wurden durch Stahlseile ersetzt und konnten bei Bedarf innerhalb weniger Stunden von der Truppe entfernt werden. Nach einer Reinigung der Fahrbahnen, dem Aufmalen der Landezeichen und dem Einrichten der Funkverbindungen konnte ein solches Teilstück von Flugzeugen benutzt werden. Eine Vorgehensweise, die nicht etwa die Schweizer erfunden haben. Sie stammte aus dem Dritten Reich. Auch die glorreiche Royal Air Force ist da, mit der jungen Garde ihrer Piloten und mit ihren flinken Hunter-Maschinen. Für den Überschallflug verwandelt sich der Flugzeuglenker in einen Marsmenschen. Die Hawker Hunter. Sie wurde in den 1950er Jahren von den Briten entwickelt, um sowjetische Bomberverbände vor den britischen Inseln abfangen zu können. Da zu dieser Zeit in Großbritannien die Entwicklung von Lenkwaffen noch in der Entwicklungsphase war, konzentrierten sich die Entwickler auf Maschinenkanonen als Hauptbewaffnung. Für die Schweizer eine gute Ergänzung zur Vampire, die nicht in der Lage war, als Abfangjäger zu funktionieren. 1958 erwarben die Schweizer eine ganze Staffel, die im Lauf der Zeit bis auf 100 Stück anwuchs. Die erschütternden Meldungen über den Kampf des ungarischen Volkes haben in der freien Welt mächtigen Widerhall geweckt. Auch das Schweizer Volk steht ergriffen vor der ungarischen Tragödie. Der ungarische Volksaufstand 1956 und seine Niederschlagung waren Ausdruck einer Zuspitzung des Kalten Krieges. Die Schweizer Armee orientierte sich an den technischen Entwicklungen der europäischen Großmächte. Innerhalb der neuen Truppenordnung der Armee 61 entstanden neue Aufrüstungsprojekte. Dazu gehörte die Schaffung eines sogenannten Luftschirmes, was nichts anderes bedeutete, als ein neues Flugzeug zu beschaffen. Eines, das der sowjetischen MiG ebenbürtig war. Auch Frankreich, das einen großen Ruf als Pionierland des Flugwesens zu verteidigen hat, darf auf seine Mirage-Maschine stolz sein. Die Mirage, der Mercedes unter den Anbietern. Sie sollte dieses Flugzeug sein. Es ist der Einstieg in die sogenannte Mirage-Affäre. Ich erkläre sie hier in vereinfachter und verkürzter Form. Es sollten ursprünglich insgesamt 100 Stück der Mirage 3 gekauft werden. Die angeblichen Kosten 828 Millionen Franken. Dem Stimmvolk wurde aber verschwiegen, dass teure Zusatzkosten noch dazukommen würden. Die Zelle und das Triebwerk wurden beim Kostenvoranschlag nicht mitgerechnet. Diese sollten in Lizenz in der Schweiz gefertigt werden. Dazu kamen die Mehrkosten wegen dem Radarsystem.
Die Verantwortlichen wollten nicht das Original der Mirage, sondern das Taran-Lenkwaffensystem der Amerikaner. Durch diese Mehrkosten musste der Bundesrat im Jahre 1964 nochmals einen Zusatzkredit von 576 Millionen Franken beantragen. Ein denkwürdiges Ereignis in der schweizerischen Armeegeschichte. Die erste Mirage ist aus Frankreich in der Schweiz eingetroffen. Ein Fallschirm bremst die Landegeschwindigkeit von 320 Kilometern. Vor 3 Jahren hat bekanntlich die Arbeitsgruppe für militärische Flugzeugbeschaffung den französischen Hochleistungsjäger, der doppelte Schallgeschwindigkeit erreicht, allen anderen ausländischen Anwärtern vorgezogen. Für unsere Fliegertruppe hat damit eine neue Ära begonnen. Und wenn auch für die 100 bestellten Maschinen namhafte Nachtragskredite nötig sind, die noch viel zu reden geben werden, so ist doch Bundesrat Schode eine große Sorge los. Wenn auch noch nicht bezahlt, sind sie nun doch wenigstens in Griffnähe. Für den Schweizer Bürger ein Skandal. Letztendlich mussten Herr und Frau Schweizer sich auf folgenden Kuhhandel einlassen. Zu den 828 Millionen Schweizer Franken kamen zusätzlich 350 Millionen dazu. Damit konnte man von den 100 geplanten aber nur 57 Maschinen erwerben. Bis zum Jahre 2003 blieb die Mirage in der Schweiz die Königin der Lüfte. Trotz ihres schwierigen Einstiegs wird ihr Einsatz bei der Schweizer Luftwaffe als Erfolg bewertet. Von Stellater Lili Corso 304, descendez bis 85. Von Stellater Lili Corso 304, 5 und Pressione 132, repete. Bravo, Fox, capito, Lili Corso 304. Dan Lili Corso 160, Diaboli Nase 30 km, repete. Haben die Schweizer etwas aus dieser Krise gelernt? Die Antwort ist ja. Die Schweizer haben sogar sehr viel gelernt. Die Art der Besorgung der Northrop F-5E Tiger II zeigt deutlich einen neuen und reflektierten Umgang mit dem Steuerzahler. Als sicheren Beweis für diese Tatsache lege ich Ihnen ein fantastisches Dokument aus dem DMA vor. Sie sehen zu diesem Zweck einen kurzen Film. Tigris Helveticus ist ein dreiviertelstündiger Dokumentarfilm aus dem Jahre 1981. Ein Produkt des Armeefilmdienstes und aus meiner Sicht ein unglaublich aufwendig produzierter Film. Er besteht aus einer Zusammenstellung von Filmmaterial, das innerhalb einer Zeitspanne von fast 10 Jahren zusammengesammelt wurde. Er zeigt den Prozess der Kommunikation der Armee zum Stimmvolk bis zum endgültigen Einsatz der erworbenen Jagdflugzeuge. Aus meinem Empfinden gut, ehrlich, transparent und reflektiert erklärt. Und das hier ist nichts anderes als die komprimierte Made by Chance Edition. Viel Spaß! Der Film macht gleich am Anfang klar, dass die Vorgehensweise des transparenten Umgangs eine Folge der Mirage-Affäre ist. Das Bedürfnis nach einem sogenannten Raumschutzflugzeug wurde in dem Bericht des Generalstabschefs am 9. Oktober 1973 dem Bundesrat eingereicht.
Die neue Maschine müsse dafür da sein, um in einer Konfliktsituation die Erdkampftruppen, aber auch die Erdkampfflugzeuge vor feindlichen Jägern schützen zu können. Der amerikanische F-5E Tiger wäre das richtige Flugzeug. Dies, weil es drei wichtige Eigenschaften besitzen würde. Erstens, gute Leistungen im Kurvenflug. Flugtechnisch war der Nachweis zu erbringen, dass mit dem Flugzeug ohne Schwierigkeiten alle Flugmanöver durchgeführt werden können, die für den Einsatz von unseren Gebirgsflugplätzen aus notwendig sind. Zweitens, einfacher Betrieb und Unterhalt. Das bedeutet nichts anderes als tiefe Kosten. Ist der Tiger für unsere Kavernen und Unterstände geeignet? Dies wurde untersucht, indem sämtliche Bodenmanöver mehrfach wiederholt wurden. Und drittens, miliztauglich. Die Vorbereitung für das geplante Schießen mit Kriegsmunition ist im Gang. Dieses Filmmaterial stammt aus dem Jahre 1974 und wurde nur zu kleinen Anteilen im Film Tigris Helveticus verwendet. Zwei Tiger-Maschinen aus Amerika wurden insgesamt 5 Wochen lang in Emmen für die Schweiz-Tauglichkeit erprobt. Welches sind die typischen Vorzüge dieser Maschine? Als erstes sind die kleinen Silhouetten. Im Luftkampf ist die Grösse des Flugzeugs ein wesentliches Element. Wer den anderen zuerst sieht, der gewinnt. Zweitens seine Wendigkeit. Drittens seine moderne Elektronik, die auf dem höchsten Stand der Technologie von heute steht. Das Gremium, das den Auftrag hatte, diese Tests durchzuführen, kam zu folgendem Schluss. Es bestätigte sich, dass der Tiger dank seiner hervorragenden Wendigkeit für die vorgesehene Aufgabe des Raumschutzes gut geeignet ist. Zudem kann der Tiger von unseren Milizpiloten geflogen werden. Er ist kavernentauglich, er ist einfach zu warten und zuverlässig. Somit beauftragte der Bundesrat im Jahre 1975 vor dem Parlament die Beschaffung von 72 Tiger-Jagdflugzeugen. Dies für 1.170 Millionen Franken. Im Jahre 1976 beschloss das Parlament den Kauf. Es dauerte nochmals 2 Jahre, bis das Flugzeugwerk in Emmen die einzelnen Elemente aus Amerika für den Zusammenbau erhielt. Der Film erklärt dem Zuschauer die einzelnen Arbeitsschritte. Hier eine kurze Zusammenfassung. Zuerst werden die elektrischen Verbindungen der Leitungen montiert. Es folgt der komplette Zusammenbau von Rumpf und Flügel. Die Düsentriebwerke werden einer strengen Prüfung unterzogen. Was nicht den Normen entspricht, wird retourniert. Die Prüfung des Radarsystems ist ein wichtiger Schritt. Panne? Unruhiger Triebwerkverlauf. Kontrolle der Instrumente. Das Flugzeug reagiert nicht mehr auf Steuerbewegungen. Was tut der Pilot? Es bleibt nur eines, Abschuss mit dem Schleudersitz. Der Tiger erhielt auch den modernsten Schleudersitz, den es zu dieser Zeit zu erwerben gab. Es wird gemunkelt, dass er ein komplexes Überlebensset enthielt. In der Malerei erhielt der Tiger sein standardisiertes Äußeres. Bevor es schlussendlich zur Prüfung in die Luft ging, folgte noch das Zertifikationsschießen mit der Bordkanone.
Natürlich geschah dieser Prozess nicht reibungslos. Die Probleme, die aber gelöst werden mussten, wurden dem Steuerzahler näher erläutert. Zum Beispiel das Fahrwerk. Für die mittellange Landespiste der Redui-Flugplätze sind kurze Bremswege erforderlich. In der ersten Phase der Entwicklung stellte sich heraus, dass das herkömmliche System bei nassen Pisten nicht diese Leistung erbringen konnte, die erwünscht war. Erst im Jahre 1978 fanden Schweizer Ingenieure bei gewissen Tests in Kalifornien heraus, dass die Tiger beim Landen auf nasser Fahrbahn mit Aufschwemmen, dem sogenannten Aquaplaning, zu kämpfen hatte. Es mussten also andere Pneus entwickelt werden. Die ersten 19 Flugmaschinen der Schweizer wurden in Amerika zusammengebaut. Natürlich wollte der Steuerzahler wissen, wie diese geliefert wurden. Da hat man alle Möglichkeiten untersucht, vom direkten Überflug über Grönland, Island, Schottland in die Schweiz. Man hat auch Land-See-Transport und Luftfrachttransport studiert. Und am Schluss ist aus Kostengrund der Transport mit Galaxy als optimalste Lösung gewählt worden. Die Galaxy war ein Flugzeug, das die Schweizer in den 70er Jahren schon echt beeindrucken konnte. Die Lockheed C-5 Galaxy ist ein militärisches Großraumtransportflugzeug, das Anfang der 1960er Jahre für die US Air Force entwickelt wurde und dort bis heute noch im Einsatz ist. Als sie im August 1978 in die Schweiz flog, um die ersten Tiger Jets zu liefern, galt sie als das größte Flugzeug der Welt. 50.000 Menschen wollten bei dieser Übergabe dabei sein. Noch im selben Jahr erfolgte die erste Übergabe eines Tigers an die Fliegertruppen. Im Jahre 1981 waren alle Tiger bezahlt und einsatzbereit. Die Schweiz hatte gelernt. Davon zeugt im Film die ehrliche und nüchterne Beurteilung des Kommentators. Seine letzten Worte im Film sollen auch die letzten in diesem Film sein. Bis bald. Tigris helveticus. Sicher kein hochmoderner Supervogel. Mit guten Luftkampfeigenschaften jedoch und hohem Ausbildungsstand der Piloten und des Wartungspersonals eine vertretbare Lösung der jüngsten Kampfflugzeugbeschaffung. Remember jumping off the bridge on the west side. What a time to be alive. Love took us for a ride that we never dreamed. Never knew we'd cause a scene. January 3rd, 103. A casualty of love we bring. It's okay, baby, just breathe. I know we'll swim against the stream. Be alive. Love
took us for a ride that we never dreamed.